Halte deine Hand so wie hier und pass auf, was passiert. Sieh dir deine Hände ganz genau an. Was siehst du? Ist deine Antwort nur meine Hände? Frage einen Reflexologen nach der korrekten Antwort. Studien zufolge gibt es auf deinen Händen zahllose Aktivpunkte, die dir die Kontrolle über deinen Körper und deine Gedanken geben. Ist dir bewusst, was du allein mit deinem kleinen Finger tun kannst? Schau dir dieses Video an, um Geheimnisse zu erfahren, die dich gesünder machen können. Und verpasse auf keinen Fall unseren Wahnsinnsbonus am Ende. Diese einzigartige Methode benötigt nicht mehr als 5 Minuten. Hier ist deine Hand. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und der kleine Finger. Jeder von ihnen ist für ein bestimmtes Gefühl oder eine Einstellung verantwortlich. Der Daumen. Der Daumen repräsentiert Angst und Kopfschmerzen. Wenn dir dein Kopf vor Nervosität wehtut oder du dir Sorgen wegen etwas machst, halte deinen Daumen 5 Minuten lang sanft umklammert. Reflexologen zufolge lindert das den Schmerz und beruhigt dich. Halte deinen Daumen auch 3 bis 5 Minuten lang fest, wenn du Probleme mit deinem Magen hast. Dieser Trick hilft dabei, seine Funktion wieder in Ordnung zu bringen. Der Zeigefinger. Dieser Finger kontrolliert Muskelschmerzen sowie die Gefühle Enttäuschung, Angst und Verlegenheit. Wie Studien der University of Minnesota gezeigt haben, fühlen sich Patienten mit schmerzenden Muskeln bereits nach einem Zyklus der Reflextherapie besser. Umfasse deinen Zeigefinger 5 Minuten lang mit der anderen Hand und du wirst schnell Erleichterung verspüren. Diese Finger zu umklammern reduziert auch Rückenschmerzen. Der Mittelfinger. Wenn du deinen Mittelfinger drückst, fühlst du dich umgehend besser, wenn du genervt, wütend oder außergewöhnlich müde bist. Studien zeigen, dass dieser simple Trick den Blutdruck senkt, die Leberfunktion steigert und dich zur Ruhe kommen lässt. Umklammere den Mittelfinger mit deiner Handfläche und halte ihn so 3 bis 5 Minuten lang. Der Ringfinger. Negative Empfindungen und Traurigkeit verschwinden, wenn du 5 Minuten lang sanft deinen Ringfinger umfasst. Ihn zu massieren regt auch dein Atemsystem an. Vergiss nicht, ruhig zu bleiben und auf deine Atmung zu achten. Mit dieser Methode wirst du auch Schmerzen in der Brust los. Der kleine Finger. Der kleine Finger steht für Selbstwertgefühl, Stress und Nervosität. Wenn du das Gefühl hast, nichts wert zu sein, massiere ihn für 5 Minuten. Versuche dabei, an etwas Schönes zu denken. Um Probleme mit dem Nervensystem zu beseitigen, brauchst du lediglich jeden Tag diese Übung machen. Die Handfläche. Drücke die Finger der einen Hand in die Mitte der anderen Handfläche. Massiere sie mit kreisförmigen Bewegungen und atme dabei 3-mal tief ein und aus. Reflexologen zufolge ist deine Handfläche das Zentrum deiner Gefühle und Empfindungen. Studien zeigen, dass regelmäßige Massagen dieser Stelle Übelkeit, Stress, Durchfall und Verstopfungen verhindert. Experten der University of Massachusetts haben außerdem herausgefunden, dass regelmäßiges Drücken der Handflächen dich von Verdauungsproblemen befreit. Die Handflächen aneinander drücken. Diese Handhaltung wird oft bei Meditationen angewendet. Sie hilft dir, dich zu konzentrieren und deine Gedanken zu sortieren. Indem du deine Handflächen aneinander drückst, verbesserst du deine Durchblutung. Hältst du diese Position, klärst du außerdem deinen Verstand und regulierst die Funktion von Herz, Nieren und Darm. Kommen wir nun zum versprochenen Bonus: Surya Mudra. Diese Handhaltung wird deine Verdauung und deinen Stoffwechsel verbessern. Die Technik wird auch bei zu niedriger Bluttemperatur und Appetitlosigkeit angewendet. Hast du diese Übung schon mal selbst ausprobiert? Wie hat sie bei dir gewirkt? Verrate es uns in den Kommentaren. Vergiss nicht, auf Gefällt mir zu klicken und abonniere uns, wenn du auf der Sonnenseite des Lebens bleiben willst.